So, moin, Niki, Allgäu mit dem Blog Briefwechsel mit einem Unsichtbaren. 24.01.24. Ich sagte gerne würden, doch ich meinte tatsächlich darauf bestehen. Ich habe es getan. Ich habe eine Liste mit meinen nutzlosen Talenten geschrieben. Fällt dir dazu ein Job ein? Gacka. Singen, tanzen, kochen vom Blatt, erfinden von Gerichten, hell sehen, aufräumen und reinigen, organisieren, Tiere verstehen und erziehen, rhetorische Hochbegabung, das Wesentliche erfassen, psychologische Hilfe, Experte für Persönlichkeitsstörung, Experte in Suchtsystem, Experte für ADHS, Hochbegabung, Hochsensibilität, Farb- und Stilberatung, Dozentur, Speaking, Autor, Qualitätsberatung, ISO 9001, Heilpraktiker, medizinische, ja doch, medizinische Staatsexamen 2, Vertrieb, alle Sparten bis auf Internetvertrieb, extreme Fantasie, extreme Kreativität, Kunsthandwerk, Malen, Ordnungen erkennen, goldenen Schnitt herstellen, Gärtnern, Gestalten von Innenräumen und Gärten, ganz gute Allgemeinbildung, sehr gutes Englisch, Stand-up-Comedy, Improvisationstheater, gewaltfreie Kommunikation, Personalvermittlung, Modeln, Teamleading, Alpha-Tier, soziale Hochbegabung, hatte ich schon, Farbgedächtnis, Nachstellen jeder Farbe, also gutes Gedächtnis, Erfolgsmotivationslösungstraining, Experte für Provokationstherapeut, Expertin für Online-Dating, Vorleser, Nähen, Häkeln, Experte für Serviettentechnik. Aber ein Jobprofil erkenne ich da leider nicht. Aber man selber sowieso nicht, weil man ja betriebsblind ist. Sagen ja immer die Erfolgstrainer, wenn du keinen Job kriegst, dann erfindest du dir eben einen. Genau, Goldgräberstimmung in Deutschland. Das haben wir ja schon immer so gemacht. Dafür sind wir ja weltweit bekannt. Auch mit der Grund, warum so viele Migranten hier sind. Das Gold liegt auf der Straße, wenn du dir einen Job erfindest. Mir ist heute, ich weiß nicht warum, schon wieder entsetzlich kalt. Ich bebe förmlich. Das kommt so von innen raus. Ich habe schon warme draußen Leggings und Pulli an. Heizung läuft, Küche ist nicht groß. Hängt wahrscheinlich wieder mit den Wechseljahren zusammen. Hitzeanfälle wechseln sich mit Kälteanfällen ab. Toll, du. Gegen die Hitzeschübe, die wirklich grausam sind, hilft zu 88% eine fettarme Pflanzendiät. Gute Idee. Ich habe keine Hitze, aber bin tot, weil ich unterernährt eingegangen bin. Ich denke, ich habe da noch so 7 Kilo, bis es lustig wird. Allerdings nicht komisch. Heute Morgen um 9 haben die unten bei Rudi schon 3 Dau gemacht. Naja. Da steht eine Anbauwand, die kein Mensch mehr haben will, und ein riesiges Schiff von Sofa, das auch keiner mehr will, aus den 80ern. Hab denen einen Zettel geklebt, dass der Schenkeladen und der Zack sich freut, wenn die nicht wissen, wohin mit dem Hausrat. Ich gute. Ansonsten Bewerbungen. Gestern 20 Stück und richtig gute dabei. Der Markt ist einfach Mist. Koch als Quereinsteiger. Sie haben eine Ausbildung zum Koch. Na, ein super Quereinstieg. Quer von einer Küche in die nächste? Leute nicht dabei sind, wenn sie Stellenanzeigen eingeben. Und dann wurschtelst du dich durch die Bewerbung, schreibst sie wieder mal um und wenn du sie abschicken willst, ups, die Seite existiert ja gar nicht mehr, da ist ja ein kleines Fehlerchen passiert. Du musst überall deine Daten eintragen, weil die Leute, die sich bewerben, alle zu bescheuert sind für eine anständige Bewerbung. Und bevor du noch das Gespräch hast, jagen dich einige durch seitenlange Fragekolonnen. Was geht die denn bitte zu diesem Zeitpunkt an, ob ich verheiratet bin oder jemals war? Zum Beispiel, Bewerbung ging raus um 0.15 Uhr, die Absage kam um 8.05 Uhr. Wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht. Nein, wirklich nicht.
177 Bewerbungen im Dreivierteljahr. Hier gibt es einen neuen Galan, Taxi Driver. Hat gestern gleich mal kurz angerufen und das Gespräch war etwas wirr. Und schon eine SMS um 5.16 Uhr. Guten Morgen! Ich habe dann irgendwann zurückgegrüßt. Er fragte, was machst du? Erzählte mir, er sei auch hochqualifiziert, 62 und 2,5 Jahre arbeitslos gewesen, weil ihn keiner mehr wollte. Hatte 600 Bewerbungen in 1,5 Jahren geschrieben. Das wird mir auch noch drohen. Er war gelernter Landschaftsgärtner und sie haben ihn nicht mal als Friedhofsgärtner genommen, weil er ihnen zu alt war. Taxi-Driver muss 12 Stunden durcharbeiten und sagte, ich komme später nochmal durch. Na, schauen wir mal. Hässlich ist er nicht, klein auch nicht und auch nicht doof. Und aus Kempten. Nette Stimme, lacht direkt. Ich sagte auf Tinder, ich bin nicht so oft hier. Antwort, ich auch nicht. Aber WhatsApp, hier, Nummer. Cool. Was hast du da? Defekt für Bastler? Frechheit. Kannst du den Gammler nicht auf den Sack hauen? Der hat doch die Kohle kassiert und den Rechner offensichtlich noch nicht mal aufgemacht. Dröhn doch mal mit der Russen in Kasso. Dein Bruder, der kennt einen kennt, der mit einem von denen nahe verwandt ist und der schuldet ihm noch Geld. Viel Geld. Habe ich schon erwähnt, dass ich gerne bei der Mafia arbeiten würde? Ist ein solventes Unternehmen wie Cosa Nostra. Sind als Arbeitgeber leider nicht bei Stepstone oder Indeed. Das geht vermutlich nur über die gute alte Ich habe einen Freund, der hat einen Freund, der vielleicht etwas weiß Nummer. Ich denke doch, ich hätte sehr großes Talent als Gentleman-Juwelendiebin über den Dächern von einer Herrenboutique in Wuppertal. Du weißt schon. Hunger haben? Ich? In Bayern nennt man mich Dürr. Und ich motze dagegen an. Dürr ist der Ast am Baum. Der Bayer ist stoisch von Natur aus. Eben. Super Gespräch. Du. Andere sagen, da kommst du. Und man denkt so, die 10 Kilo Restgewicht hat sie dann wohl im Fahrstuhl vergessen. Haha. Du. Ich kann es nicht ändern. Appetitlosigkeit ist auch ein Symptom bei Fibromyalgie, Wechseljahresbeschwerden, Depressionen und Ängsten. Die Zeichen stehen also nicht gerade auf Fett hier. Ich hoffe nur, der Taxi-Driver spielt gerne mit Knochen. Mikado zum Beispiel. Der Trockner von Rudi? Ja, nee. Die Waschmaschine stellt der Vermieter und es war Rudis Trockner, den durfte ich ja einmal im Monat mitbenutzen. Und nun ist Rudi abgehauen. Und ich bin im Testament leider nicht erwähnt, weil das zweite Gespräch darüber am Tag vor seinem Tod stattfand. Sie werden ihn abtransportieren oder verkaufen und ich werde weder gefragt werden, noch werde ich ihn abkaufen können. Solche kleinen Sachen wie Trockner sind mit Hartz IV leider nicht drin. Werde also 12 Euro in einen Wäscheständer beim Poco investieren. Das habe ich ja nur gerade noch. Ist ein Tagessatz. Spinat. Ich freue mich nur, dass ich am Mittwoch, als er so unruhig war, das mit dem Wasser in der Maschine nicht verstand, ich mit ihm in den Keller gewackelt bin. Wir hatten ein schönes Fachgespräch und er leuchtete mich warm an, weil ich das jetzt mit ihm gemacht hatte. Drückte meinen Arm. Niki, sei mal still. Wir beide wissen ja jetzt, was hier los ist. Aber ich muss die Füße etwas geschlossen halten, nicht, dass die Trolla mir kündigt. Die ist eh schon so fieps geworden in den letzten Jahren. Ich werde ihr das mal ganz vorsichtig unter die Jacke jubeln. Drück, wir sind uns einig. Zwinker. Ach, Rudilein. Und das war's an der Stelle.